Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Ich bin die ganzen Rohre abgegangen. Hat nichts gebracht. Einige von denen haben sogar an die gleichen Orte geführt und ich habe nichts gefunden. Also ich bin alle Wege, glaube ich, abgegangen, aber ne. Es gibt irgendwie nur so 4 oder 5 Orte, wo man da hinkommt und einige von denen. Warte mal, ich habe noch, wo habe ich die Notiz? Ja, lass mich die mal kurz aufmachen. Wo habe ich das? Hier habe ich das. Boom. Ich weiß, keine Ahnung. Zum Beispiel A1, B1, B2 und B3 führen zum Beispiel alle zu diesem Ort, wo man C1, C2, D1 und D2 finden kann. Und ja, also sind also 5 Rohre, die alle zum gleichen Ort führen. Also ich weiß nicht, was das soll, aber es hat letztendlich nichts gebracht. Ich habe meine Zeit verschwendet für 10 Minuten. Aber jetzt wisst das, ne? Jetzt habt ihr auch. Führt euch auch, als hättet ihr Zeit verschwendet jetzt. So, das sieht doch schon aus hier wie Boss oder irgendwie so. Oder Monster. So, ich bin mir gar nicht sicher. Habe ich schon Klingstrahl gelevelt? Boah. Lass mich mal. Okay, ja, diesmal heilt's mich, danke. So, klingt scheiße, noch nicht gelernt, weil da noch so ein Pünktchen ist. Jetzt aber erklärt. Boom. Ich mir nur einmal, sind die Gegner ja voll schnell gebrochen. Wer ist das hier? Was ist der Honkai Starwell? Wo es ja auch voll ums Brucheffekt und so geht, ne? Nimm's einmal Glühwürmchen, vermeid sie in Sam, boom. Schon ist der Gegner gebrochen. Eigentlich ist es gar nicht so seltsam, dass Wutayana auf der Welt verstreut leben. Wir haben ja auch Leute in Wuta, die mal bei Shiro waren. Oberst Lothbrok zum Beispiel. Er und Gouverneur Saruf sind doch der Grund dafür, dass die jetzt eine Übergangsregierung haben. Und Oberst Lothbrok hat mal gesagt, dass er und seine Leute früher alle Soldaten waren, die Shinra dann irgendwann den Rücken gekehrt haben. Genau wie du, Cloud. Das ist was ganz anderes. Ja, ich bin definitiv Wutayana. Vielleicht kommst du dann in die Übergangsregierung. Okay, oh, ich freue mich schon, mal Wutai sehen. Wutai war auch optional, glaube ich. Obwohl, ich weiß halt eigentlich gar nicht. Ich glaube, Wutai kann man halt überhaupt aktivieren, wenn man Yuffie nicht in der Gruppe hat, weil Yuffie ist ja ein optionaler Charakter. Sie kann man wortwörtlich verpassen. Und irgendwann, wenn man hier Wutai zum ersten Mal betritt, also die Insel von Wutai, dann kommt irgendwann Yuffie und stellt sich gegen einen und will einen ja ausrauben und klaut einen all die Materie ab. Ja, Materie. Und ich frage mich, wie diese Cutscene passieren kann, wenn man Yuffie nicht in der Gruppe hat. Wird halt einfach ihre Quest irgendwie hier übersprungen oder kann man Wutai einfach, weil er tut sich dann so eine ganze Story-Quest und so weiter hier alles auftun, ne? Wo man Yuffie über das ganze Dorf hier verfolgen muss. Spoiler nehme ich an. Dann trifft man die Turks irgendwo. Aber ich glaube, das werden die definitiv ändern. Weil Yuffie scheint mir ja ein bisschen freundlicher zu sein als im Original. Leute werden uns für die Filmrechte die Tür einrennen. Gut, dann lass uns das alles hier mal schnell hinter uns bringen. Wutai wartet! Träum weiter. Weil im Original war Yuffie, glaube ich, ein bisschen zickiger und ein bisschen distanzierter oder hatte fast gar keine Dialoge im Spiel. Deswegen glaube ich, dass die halt sehr hart ändern werden, wenn. Boah, was ist da draußen los? Wie man die Rohre verlegt da draußen. Ich glaube nicht, dass das hier irgendwie so genau ablaufen wird, dass sie sich irgendwie gegen uns stellen wird und irgendwie uns klauen will am Ende. Im Original hat sie sozusagen uns die ganze Zeit nur ausgenutzt, um an Materia zu kommen. Und dann irgendwann, als wir Wutai erreicht haben, tut sie sozusagen ihre Chance ergreifen. Aber ich glaube nicht, dass das hier in dem Spiel passieren wird. Ich tue halt nur jetzt schon mal sagen, weil bis das nächste Spiel rauskommt, wird das wieder Jahre dauern, ne? Und bis dahin habt ihr alles wieder vergessen. Hey. Hey. Genau, hier erinnere ich mich noch. Genau, der Aufzug, der ging letztes Mal nicht, ne? Wir sind ja, glaube ich, hochgelaufen und der Aufzug ging nicht, ne?
Irgendwie so was war das. In den ersten Parts. Da kann man gar nicht mehr zurück. Nee. Wenn ich mich irre, war auch hier irgendwo eine Bank, ne? Oder? Oh Mann. Das ist ein Ninja aus Wutai. Nicht lachen, tiefer. Etwa Krieg? Was wird dann aus meiner Mission? Werde ich zurückgerufen? Wieso hat keiner was gesagt? Es herrscht doch Waffenruhe, oder nicht? So heißt es. Aber wer weiß schon. Den Gefallenen ist es gleich. Kommt. Finden wir Murasaki. Mhm. Wenn sie Krieg wollen, sollen sie ihn haben. Na, da mal los. Nur mit wen aber kriegen? Hat man dir nichts davon gesagt? Nicht ein Wort! Ich hatte keine Ahnung, dass sowas geplant war. Ich hätte hier sein und ihnen helfen sollen. Du hast uns stattdessen geholfen. Mach dir keine Vorwürfe. Ja, klar. Okay. Ist das wirklich so abgelaufen? Ich weiß es nicht. Muss ich mir kaufen. Ich warte wieder, bis sie... Nein, ich... kann die nicht kaufen, weil ich sie schon hab. Na komm, ich weiß doch. Ja, ich wusste es. Die Dinger gehen irgendwann immer auf Rabatt. War das reif? Der gibt mehr Magieverteidigung und Verteidigung. Da kann ich doch bestimmt jemanden geben gerade, ne? So, er hat den, ja. Nee, der hat andere. So. Jetzt, wenn ich dir mal was anderes gebe, du hast schon sehr veraltete Klamotten tiefer. Ja. Mein Gott, sie hat nur lila Sachen da. Okay, was geben wir denn hier noch? Und langsam gehen wir die Sachen hier aus zum Leveln. Toxin nutze ich nicht, Gestein. Braucht sie wirklich Magie? Ich weiß es nicht. Widerstand ist halt Toxin, Zeit, Gestein, gestärkte Attacke, Zeit, Zerstörung, Versiegelung. Ist, da. Geben wir dir das. So. Mal so. Da. Zustandsresistenz tot. Oh, cool. Das ist gegen Tod immun. Oh. Ich glaube zwar nicht, dass viele Gegner damit rumwerfen werden. Aber je weiter wir. Weil nicht ins Spiel eintauchen, je weiter wir am Ende kommen, wird das wahrscheinlich doch wahrscheinlich etwas wahrscheinlicher. Ne? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich wird das doch etwas wahrscheinlicher. Wahrscheinlich. Aber ich will doch nur da. Ja, das war die Charaktere sich so realistisch bewegen. Ne? Ich will einfach nur einen Schritt nach vorne machen. Weil dann macht er irgendwie nur so eine Umdrehung oder irgendwie so. Weil jede Bewegung hat irgendwie so Gewicht hinter sich. Das gefällt mir irgendwie nicht so an neueren Spielen. Also es fühlt sich mehr so, das fühlt sich zu realistisch an irgendwie. Ah, sind wir wieder hier. Ich sehe nichts. Hier waren wir ja auch schon drin. Boah, ich sehe nichts.
Das ist auch etwas, was mich an neueren Spielen stört, diese blöden Lichteffekte immer. Ich weiß, das ist alles realistisch und so, aber ne. Mich stört das immer. Mir hat es mir also gefallen, wenn du nach links gedrückt hast und du hast dich auch nach links bewegt, anstatt irgendwie so, also, ist mal so Umdrehung oder irgendwie so was, ne? Es fühlt sich so komisch an. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Oh Mann. Bist du aus Wutai? Ah, kommt hier. Oh Mann. Ich dachte erst, hier kommt vielleicht Yuffies Kollege aus dem DLC damals. Bereit? Komm, wer bist du denn? Theoretische Schöpfung. Komm mir nicht bekannt vor, Ding. So, mir ist außerdem aufgefallen auf Screen, wenn ich den PlayStation-Knopf drücke, also diesen Touch-Knopf in der Mitte, dann kann ich die AP ansehen von Gegnern. Das heißt, wenn ich die AP dann noch mal sehen will, dann kann ich das machen. Das heißt, weil ich habe immer, wenn ich irgendwie vergessen habe, was für eine Schwäche die Gegner hatten, dann habe ich die noch mal hier analysiert. Ne, aber ich kann einfach nur den Knopf hier reindrücken, dann ist das schon okay. Ja, ich habe gesehen, du bist anfällig gegen Eis. Dann mache ich dir mal Eis unter den Tarn, ja. Da oben ist eine Bank. Ich zähle auf dich. Nein. Ich habe gesehen, du hast einen rechten Arm irgendwo. Lass mich dir mal angesehen, wenn ich das kann. Danke. Der kommt mir irgendwie nicht wie ein Boss vor oder so. Der ist ein bisschen einfach. Machen wir Eisra auf den rechten Arm. Okay, vielleicht ist der am Boss. Was? Hey. Nochmal Ati Bögus. Da hat nichts gemacht. Da kommt schon, bist du fast gebrochen, ja. Nein. Du bist schon fast gebrochen, Mann. Ich bin bereit. Na gut. Reproduktion, Mann. Ich habe erst gestanden. Ich habe erst gelesen, hässliche Schöpfung. Aber mal einen Spiralsprung. Ja, auf wen muss ich denn jetzt gehen, ne? Ich nehme an den hier, ne? Oder? Warum ist der rechte Arm schon wieder voll geheilt? Warum kann ich den nicht brechen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, schon tot. Kommt, suchen wir weiter. Das soll der Boss gewesen sein? Ja, voll easy. Oh mein Gott, wir sind fast tot. Okay, der war ein bisschen zu chillig, finde ich. So, haben wir uns mal hoch. Ich habe jetzt keinen Bock, jetzt extra nach oben zu gehen. Wird aber jetzt nicht direkt noch ein Boss kommen oder so, ne? So, ich fange langsam zu glauben, langsam an zu glauben, dass unsere Charaktere zu stark sind. Jetzt bin ich doch schon ein bisschen paranoid, weil die Kämpfe in letzter Zeit so einfach waren. Ich irgendwie, aber ich habe hier nichts geändert. Dynamisch, ja. Da habe ich im Nibelheim noch nicht mal irgendwie was gemacht, um mich noch hier weiter vorzubereiten oder so. Also ich weiß es nicht. Irgendwie halten die Gegner gerade irgendwie nicht viel aus. Oh, wie schrecklich. Dieses Ungeheuer muss sie erwischt haben. Außer ich bin richtig gut darin, irgendwie meine Materie zu verteilen, also meine Charaktere zu bauen oder so. Kann natürlich auch sein, ne? Na, warte mal, bis ich zum optionalen Boss oder so komme, ne? Hier, der eine Kollege
aus dem ersten Teil hier, den ich nach dem DLC freigeschaltet habe, bei dem habe ich mich gar nicht erst versucht. Aber rückblickend betrachtet, ich könnte den wahrscheinlich auch jetzt besiegen, jetzt wo ich wieder in dem Spiel drin bin. Aber ich habe die ganze Zeit nur Yuffie im DLC gespielt, deswegen war ich nicht mehr so gut darin in das Spiel. Keine Angst, Tifa, der ist nicht dein Vater, der ist schon tot. Tifa. Schon gut. Alles okay. Sehen wir uns mal um. Vielleicht gibt es Überlebende. Ja, wir sind ja wegen der ID hier, ne? So, dahinter ist doch nur noch der Raum, ne? Ja, dieser Raum, wo Yennova war. Also hier ist niemand. Aber man hat gesehen, habe ich gerade gespoilert, aber da oben stand gerade Yennova, ne? Von daher. Oh Gott, mein Controller ist wie ein Herzschlag am vibrieren gerade. Bald, Cloud. Bald. Genau, da haben wir aufgehört, nämlich in der Rückblende. Den ersten drei Parts oder so. Muss jetzt nicht, ob ich da gespoilert hatte oder so. Ja. Nähe des Reaktorkerns. Und du? Im Rathaus. Ich dachte, ich könnte euch vielleicht helfen und habe mich ins Terminal des Reaktors eingeklinkt. Oh, habt ihr Murasaki gefunden? Er ist tot. Unterlag in einem Kampf mit Wutai. Was? Oh nein! Dann bleibt uns jetzt nicht mehr viel Zeit. Wir müssen zum Terminal in der Shinra Villa. Habt ihr die Schlüsselkarte? Ja. Gut, dann steckt sie in das Terminal vor euch. Jetzt lasst mich mal zaubern. Die Villa ist im Handumdrehen offen. Da gehen wir da mit der anderen Gruppe rein. Das wäre geschafft. Geht schon mal vor zur Villa und sucht das Terminal. Geht klar. Bis dort. Tschüss. Tschüssi. Gehen wir. Mhm. Trophäe? Nee, okay. So, währenddessen. Tausende Meilen entfernt. Wenn wir in der Villa sind, suchen wir das Terminal. So, endlich gehen wir in die Villa rein. Wir es, bevor die anderen zurückkommen, okay? Jawohl. Warte du auf Cloud und die anderen. Wenn sie hier sind, führ sie zu uns. Mein Gott, Kate muss die ganze Zeit dabei warten. Sicher erschnüffeln können. Du bist der Einzige in der Gruppe, der das kann. In dem Fall bleibt mir wohl kaum eine andere Wahl. Ah, die Stimme wieder. Na dann mal los. Was? Ja, ich spiele als Kate Sif. Ausgezeichnet. Oh. Leute, wie geht's? Stimmt, mit Kate Sif haben wir auch noch nicht. Stimmt, wir haben es jetzt mit jedem Charakter irgendwie gespielt, außer mit Kate Sif, ne? In Räumen mit ausreichendem Platz ist Kate Sif in der Lage, sich durch Drücken von R2 Rollen fortzubewegen. Schießt er dabei jedoch auf ein Hindernis, braucht er einen Moment, um sich wieder aufzurichten. Also achte also darauf, wohin du rollst. Aus dem Weg! Man machen die halt nicht so, ob man die ganze Zeit die Charaktere wechseln kann. So, ich muss jetzt zu Shinra Villa, ne? Falscher Knopf. Ich muss zu Shinra Villa, ne?
Schnellreisen nicht möglich. Okay. Ja, nein. Nicht zur Shinra, um dort nach den Terminals zu suchen. Was ist meine Gruppe? Nehmen wir mal die. Ne? Warte mal, Analyse. Wenn ja niemand Analyse dabei hat, dann muss hier jemand Analyse ausrüsten. Analyse hat Red, ne? Dann nehmen wir mal das hier. So. Okay, dann mal los. Dann runde die Rade ich mal. Okay, irgendwie kann man das hier nicht. Was? Ist er nicht die Schimmer in die Richtung? Hallo? Ja, ist nicht da die Schimmer in die Richtung? Was? Ach da! Bin ich lang gegangen? Da lang. Also. Mein Gott. Ich komme nach, sobald die anderen zurück sind. Alles klar. Dann roll ich mal da rein. Eigentlich sehen wir mal Shinra wieder ausgezeichnet. Da wartet was sehr Schönes auf uns. So, ich muss da eine Sitzanimation sehen. Ausgezeichnet. Finde ich gut, dass das Spiel einen so und die ganzen Charaktere rumschaltet im Laufe der Story. Ich wünsche, mehrere Spiele würden das machen. Anstatt halt immer mit den Hauptcharakter irgendwie feststecken zu lassen. Das ist nämlich da, was mir an früheren Final Fantasy nicht so gefallen hat, dass man Cloud immer in der Gruppe haben musste. Ich meine, das ist hier in dem Spiel auch noch so, aber hier haben sie wenigstens mal ein bisschen Abwechslung in uns wieder reingebracht, so mit oh, jetzt spielst du diese Gruppe und so, ne? Also mit aber wenn ich den Analogstick reindrücke, mache ich auch eine Rolle. Aus dem Weg. Sehr geil. Aber ich bin noch gar nicht am Rennen, Mann. Na, okay. Nimm das Stuhl. Nein, der Stuhl ist unbeeindruckt. Aber der Tisch. Oder das Fass. Okay. Eris. Und kletterst du da hoch? Oh mein Gott, das ist eine Katze. Jetzt gehen wir zum ersten Mal hier rein. Ausgezeichnet. Und die Shinra, weil er war so gruselig damals. Da hat sich Shinra ja nicht lumpen lassen. Obwohl sie heute bestimmt schon mal bessere Tage gesehen hat. Seit ihrer Errichtung sind allerdings auch schon 50 Jahre vergangen. Was für ein Haus ist das? Leute, wir müssen mal in den Keller gehen. Genau, weiß ich das auch nicht. Aber ihr habt gesehen, dass das Dorf voll von Schwarzkutten ist, oder? Worauf willst du hinaus? Es heißt, Professor Hojo hätte hier früher fragwürdige Experimente durchgeführt. Ach, sieht genau auf dem Original. Dieses dreckige Schwein. Ja, eine Treppe ist kaputt. Da ist ein Klavier in dem Raum. Irgendwo. Ja. Ich weiß das noch auswendig. Da musste man sogar drauf spielen, wenn ich mich nicht, um so ein Rätsel zu lösen. Weil hier gab es so ein richtig. Für mich war das immer schwierig. Da gab es irgendwie so ein Tresor, den du öffnen musstest. Da musstest du die Kombination finden. Und den Tresor zu öffnen habe ich irgendwie nie so richtig kapiert. Weil so wie er erklärt wurde, war irgendwie komisch. Oh, du musst so und so viel nach links, so und so viel nach rechts. Und man könnte dann meinen, ah, du musst so und so viele Schritte nach links, so und so viele Schritte nach rechts. Aber nee, du musst. Oh, das ist anders. Aber nee, du musst es so lange weiter drehen, bis du die 24 auf links erreicht hast und dann irgendwie, keine Ahnung, die 68 auf rechts oder irgendwie sowas. Je nachdem, was für eine Nummer du haben musstest. Es war irgendwie zu kompliziert für den jungen Daniro damals. Kann sein, dass da irgendwie was in Übersetzung. So, gehen wir jetzt direkt in den Keller, jawohl. Außer die machen jetzt hier noch eine ganze Dungeon draus. Kann ich mir nämlich auch vorstellen, weil sonst ist das hier relativ kurz. In dem Tresor hat man nämlich
Wenn man den Tresor geöffnet hat, hat man nämlich die Odin-Substanz bekommen. So. Wir sind schon hier. Oh. Wo ist es? Da. Oder? Wo ist die Tür? Wo ist die Tür? Einladend. Oh Gott. Ich bin noch nicht bereit. Ist das hier ein Kinderversteck? Könnte auch eine Falle sein. Es kommt dem bestimmten Boss, ne? Pass auf. Aber überlass das nur mir. Miau. Willkommen in meiner bescheidenen Villa. Miau. Hoso. Ich weiß nicht, wer oder was ihr seid, aber ihr werdet hier nicht finden, wonach ihr sucht. Zu eurem Unglück ist diese Einrichtung nämlich schon seit Jahren nicht mehr in Benutzung. Das ist nur eine KI zur Verwaltung. Aber dieser Ort birgt sehr viele Erinnerungen für mich. Ich kann euch nicht erlauben, dass ihr auf eurer Suche hier herumschnüffelt. Daher lasst ihr mir keine Wahl. Ungebetener Besuch wird vor die Tür gesetzt. Okay, habe ich mir schon gedacht. Jetzt kommen wir in eine ganze Dungeon rein, ne? Und sonst wäre ein bisschen zu kurz gewesen. Barrett. Dieser Dreckskerl, dem zeig ich's. Oh, Lea, eine Truhe. Werden wir eingesperrt. Ach, geht's hier fast da durch. Verrückten Spinner ähnlich. Hoso bleibt halt Hoso. Oh, dieser Schacht. Ich glaube, ich passe da durch. Wartet, ich versuche es mal. Habt ihr Knurren gerade gehört? So. Jetzt hier nehmen wir vorher dabei in den Wow. Ich kann wenden. Das hört sich ein bisschen sass an. Okay. Muss ich da echt reinrollen? Wow, wow, wow. Ich glaube, da konnte ich irgendwie nach links oder nach rechts oder so gehen, aber ich bin mir nicht sicher. Was ist denn das für ein blöder Design-Fehler, wenn die da so einen Schacht reinpacken? Ey, was geht, na? Jo. Was? Baba Babu. Baba Belamio. Oh, Stück. Ruf schon mal den Arzt. Ja, würfeln wir es aus. Nein, oh, Stück. Miau, miau. So, wenn Kenseth Kräfte oder seine Körpergröße nicht ausreichen, um etwas zu bewegen und einen Schalter zu erreichen, kann ihn sein Bogi helfen. Nur oh, mit dem Touchpad zwei Griffe auslassen. Wahrscheinlich irgendwo angezeigt. Ne? Ja, warum kann man das nicht so machen? Wenn man allgemein irgendwie. So. So, ich dachte, ich kann irgendwie Kisten einsammeln. Okay, auf diese Kisten. So, was sagt's mir jetzt erst? Cat, wie sieht's aus? Kannst du uns hier irgendwie rausholen? Was muss ich dann machen? Moment. Hat den kaputt gemacht. Erstmal die Waffe einsacken. So, golden ist mega vorne. Boah. Hört man K-Ziffs Thema im Hintergrund. So, oh, guck mal, wie viele Materia-Punkte. Boah, guck mal, wie gut das aussieht. Guck mal, wie wenig Angriffskraft das nur gibt. Geschockte Gegner treffen. Mogri gerade hat er auch schon, oder? Dusch. Dusch. Okay, so, mehr Punkte. Wir können physische Attacke.
Waffen, Fertigkeiten. Den ja. Und dann nehmen wir ATB Schock, ja, warum nicht? Einfach nur zum Leveln. Also ja, oben die Szene in der Shinra Valley war ein bisschen kürzer halt, ne? Also ne, eigentlich nicht kürzer, aber da hat alles oben stattgefunden. Was soll ich denn jemand machen? Ach so, hier, ne? Yay. Überlass das hier ruhig alles mir. Aber jetzt erstmal weiter im Text. Da gehe ich wahrscheinlich erstmal so rumlaufen, ne? Weil du halt voll langsam bist. Okay. Weil ja, wie gesagt, man muss da eigentlich nur die ganze Zeit. Was? Stell dir vor, es geht nur um. Okay. Kamerad irgendwie so da oben hingepackt, so da irgendwie da oben hingeschaut, deswegen Steuerung mit dem Touchpad. Ich sehe nichts. Ja, so kann ich das schlecht treffen. Also was habe ich hier gerade aktiviert? Weg damit! Nein, komm. Hey, ich kann ihn von der Perspektive nicht sehen. Ja, keine Ahnung, da oben gab es ein Safe und um den Safe zu bekommen, musstest du dich in der gesamten Villa umschauen, um halt hier den. Nein, Mann. So, der hält das automatisch. Ich muss da gar nicht die ganze Zeit halten, mein Gott. Und um das zu machen, muss es halt hier erstmal durch die ganze Villa gehen, alle Kombinationen erstmal finden und dann, wenn du die gefunden hast. So, was? Hat das Spiel mir ja gerade gesagt. Boah, Leute. Guck mal her. Dunkelbot. Nein, noch nicht töten. Noch nicht töten, die sind noch nicht analysiert. Die machen die voll schnell fertig. So, jetzt stirb. Ich versuche da jetzt noch einmal, ne? Die Kamera hat da auf Hinge. Kann ich irgendjemand anders das Ding werfen, mein Gott? Ich versuche jetzt noch einmal das Ding abzuwerfen. Ich muss ja das Ding abwerfen, oder? So. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie so gemacht ist. Einfach nur weil ich halt nichts sehe, ne? Ah, leck mich doch. Ich weiß auch gar nicht, was da stand, ehrlich gesagt, gerade ist so schnell weg gewesen. Da kann ich einfach nur dagegen hauen und da runterfallen zu lassen. Na gut, ist auch egal. Ne, da wird ja auch schon nichts Wichtiges drin sein. Ne? Das ist also nur, ich habe doch gerade so eine Kiste kaputt gemacht, da war noch nichts drin. Ne? Jetzt sind wir da durch.
Seelenohrring, den habe ich glaube ich schon, ne? Ja, ich gehe trotzdem nachgucken. So. Ich finde ja gut, dass hier jeder Song irgendwie ein bisschen geremixed ist, so ein bisschen, ne? Das ist so ein kleiner Remix von Kate Ziffs Thema. Im Original hast du den natürlich nur einmal gehört. Ich finde den nicht. Im Original hast du natürlich nur eine Version davon gehört, aber in diesem Spiel gibt es irgendwie von jedem Song irgendwie 3-4 verschiedene Remixe. So, da sehe ich noch Ring, also das ist so ein Wiederbelebungsding. Na, brauche ich nicht. Hab ich noch nie gemocht, die Dinger. Tales of Serie hat auch so ein. Ja, auch diese Wiederbelebungspuppen, die gehen kaputt, aber tun nicht. Beleben nicht einmal im Kampf. Aber dann gehen sie kaputt. Fand ich noch nie gut, die Dinger. Ups. So, hat überhaupt jemand. Ja, natürlich. Eris, ne? Ich habe gerade nachgedacht. Hat überhaupt irgendjemand Heilung? Für den Fall der Fälle. Da ist auch wieder so ein Ding. So, ganz normal. So. Gravitationssphäre. Na gut, dann gehen wir noch mal versuchen das. Und da ist irgendwie was ganz Wichtiges drin oder so, aber glaube ich nicht. Wahrscheinlich noch mal jetzt Zeit verschwenden, aber kennt mich doch. Natürlich mache ich das. Bekomme ich noch mal zurück. Aber ist so weit oben. Wie kommst du denn da hin? Möge es einfach nur der Weg immer ins Zug zu laufen, ne? So. Wenn ich das Ding halte, ja, kann ich dann immer noch hier irgendwie Wurfstärke. Ja. Wenn ich das von hier aus vielleicht werfen, aber ich erreiche das Ding von hier aus nicht. Weil irgendwie muss das hier gehen, oder? Hat ja nicht mal. Ah, ich kann mit den linken analog sehen. Boah, Leute. Ey, das gibt's jetzt nicht. Boah, Leute. Diese eine blöde Kiste, ey. Warum packen die in so einem blöden Winkel daran? Ist doch gar nicht hier erwischt, das blöde Teil. Leute, und ich weiß, es wird sich nicht lohnen. Naja, vielleicht gibt es eine Trophäe, alle von denen kaputt zu machen. So, da ist noch die Aufnahme gerade stehen wieder. So, ich gehe ganz nah dran. Jetzt sehe ich das wieder nicht mal. Das gibt's. Ey, wie können die erste Kiste, die Tutorial-Kiste zum kaputt machen? Wie können die so mies platzieren, dass man die gar nicht erreicht? Das gibt's nicht. Meine Güte, ey, da gibt's da jetzt einfach nicht. Ja, ich kann nicht so weit nach oben gehen, weil halt ich sehe das da nicht. Oben irgendwo. Oh mein Gott, du kannst hier von hier aus nach. Boah, Leute. Megatrank ist klar. Ganz nach.
Wenn er nach oben gedrückt hat, ja, natürlich sind die Gegner jetzt noch respawnt. Wenn die Gegner respawnt sind, dann kannst du, ja, wenn er nach oben drückt, dann geht er, wenn er nach unten drückst, nee, nach oben, wenn er nach oben drückst, geht er nach unten. Boah, Leute, habe ich schon gefragt, wie kannst du denn aus der Perspektive treffen, Leute? So, oh, der ruft ein Dings, alles klar. Ich hätte ihn nicht gerufen. So, aber muss ich ja kaputt machen. Es war wortwörtlich nichts. Ich konnte nichts damit anfangen, weil es ein blöder Megatank war. So, was muss ich jetzt machen? Gar nichts. Platziere ich mal hier. Okay. Weil ich hätte erreichen können ohne. Ich finde die Schwabbelphysik von dem Ding so geil. Fehler. Lift wird angehalten. Irgendwas scheint ihn zu blockieren. Ich wusste es. Da muss ich, was muss ich abwerfen? Da. Das blöde Rohr. Kann nicht jemand abschießen von euch, Leute? So, mein Gott, er tut sogar Auto zielen. Ich hab das Ding getroffen. Eine blöde Mechanik. Kann ich mehr von denen spawnen direkt? Geht sogar. Boah, Leute, ich hab doch da den. Ihr habt doch gesehen, wie das Ding da drauf war, oder? Er tut sogar Autozielen dagegen. Oh. Der Aufzug setzt sich nun wieder in Bewegung. Ich habe sehr. Ich glaube eher nicht, dass so eine kleine Kiste irgendwie hier so ein Metallrohr irgendwie kaputt machen kann, aber okay. Ich nehme eine mit. Wir wollten aber nicht. Und was seht ihr? Kann ich hier auch? Ja, er geht so. Cool. Mehr meiner Kiste ist jetzt gleich weg. So, nein. No, okay, da ist er noch. Ah, meine Kiste ist noch hier. Uff. Ja, nicht in die Kiste reinrennen. So. Dich nehme ich jetzt mit. Wenn ich den Gegner sehe, dann hau ich den halt gegen den Kopf. Vielleicht nehme ich jetzt den ganzen Weg mit. Oh, sind noch mehr Kisten. Jetzt hast du einige Freunde. Ja, ich glaube, einige von denen respawnen oder despawnen. Oh, schade. Jetzt kommt die Riesenwaffe. Ich habe alle meine Freunde getötet. So, die Frage ist, was muss ich damit kaputt hauen? Na, guck mal. Ich will. Oh mein Gott, ich hasse die Physik von diesem Ding. Mein Gott, ey. Leck mich am. So. Nun. Und jetzt nur dafür irgendwie, ne? So Kisten dahin gepackt. Aber ja, irgendwie klar, die irgendwie noch weiter machen, die würden uns hier nicht. Was soll das denn, Ares? Ich hab gerade erst begonnen, ne?
Hier schon direkt. Na komm her, Mogri gerade. Dash, dash. Ah, oh, sehr geil. Komm her, komm her. Nein, noch nicht töten. Jawohl. Mit dem einen Schlag habe ich den ersten getroffen, mit dem zweiten den anderen. Okay. Oh. Wofür? Oh Gott. Wenn hier Kisten sind, dann... Ich wollte schon sagen, da oben... Da gibt es doch bestimmt irgendwas, wenn man da alle kaputt haut oder so, ne? Aber das ist noch eine. Da ist auch noch eine. Na, ich hoffe, da lohnt sich auf langer Sicht irgendwie. Ey, ich habe das Ding getroffen. Das kann es jetzt nicht sein. Das Ding hat sogar gewackelt, ey. Ich hasse diese Dinger. Diese Funktion gibt es erst seit 20 Minuten, aber ich hasse sie jetzt schon. Er hat doch gesehen, ich habe das Ding getroffen, Mann. Warum ist das schon wieder abgestellt? Bisschen höher. Das gibt's nicht. Du willst mich auf den Arm nehmen. Boah, Leute. Ach. Pff, für einer dieser Tage. Für so einen blöden Rubin, ey. Nein, von dem wird eine ultimative Waffe drin sein. Das ist auch noch so ein Ding, sehe ich gerade. Kosmotid. Das war wirklich der einzige Grund hier. Wo mir Kisten sind. Damit ich sie kaputt machen kann. Gott, die zu kriegen wird ja schwierig, ne? Jawohl, mega Tank, geil. Ich hasse dich auch. Dann mal ran an den Speck. Wow. Warte mal, meine gerade. Mal meine gerade spüren. Duff, duff. Und dann noch mal duff, duff. Oh mein Gott. Stromversorgung ungenügend. Boah. Bitte den Generator aktivieren. Oh, man muss da wieder eine blöde Kiste gegenwerfen. Genau auf die Größe abgerichtet. Mal warte. Komm schon. Na. Mein Gott. Das ist so ungewohnt, irgendwie nur Kate zu sehen. Normalerweise hat man so die ganze Zeit nur Kate gesehen auf seinen Mogri, ne? Die ganze Zeit. Also im Original. Also den so zu sehen ist irgendwie, nur als Katze zu sehen ist irgendwie ungewohnt. Na, was soll ich jetzt hier mitmachen? Ich hatte zum Draufklettern irgendwie. Soll ich jetzt irgendwie draufklettern oder was soll ich damit machen? Ja, aber ich muss halt irgendwo draufstellen oder so. Man kann nicht halt draufklettern. Hm. Was muss ich denn jetzt damit machen? Kiste. So klappt das nicht. Ach so, okay.
Naja, wenn ich das Ding vorher gesehen hätte, dann wäre klar gewesen. Boah, wo ist das Ding gelandet? Hier. Ne. Ein bisschen weit hier unten. Original klang Kate Stiffs Musik irgendwie voll sassy. Ja. Voll den Jazz klang irgendwie gehabt. So, nee, nicht du, du. Ich sehe schon wieder nichts. Okay. Ja, so funktioniert das. Danke. Bitte. Das war doch gar nichts. Das Ventil des Generators. Oh, oh, oh. Boah, so viele Kisten. Ein Moment. Boah. Boah. Ja. Ja, ich will mehr. Ich will mehr. Aber noch mehr, noch mehr. Ja, Moment. Ja, Moment. Ich muss ausprobieren. Nein, die sehen mich, die sehen mich. So, ich habe ihn getroffen damit. Ja, nichts gemacht, leider. Kann ich auch Moki gerade so, ne? Ne, warte mal, wenn ich auf den Moki drauf... Ja, ich war da auf dem Moki drauf, bevor der Kampf begonnen hat. Das macht doch keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Hier ist bestimmt irgendwo eine Kiste, die ich verpasst habe, ne? Stell dir mal vor, ich habe ja alle Kisten kaputt gemacht und da oben ist irgendwo eine Kiste. Kann ich da hoch? Nee, ne? Schau mich ja mal extra um. Oh. So, ich kann es kaum abwarten, bis wir da einen Ort gefunden haben. Rictus. So, die Kampfmusik ist. Hey, den Dinger kenne ich. Die Kürbisköpfe. Was zum... Ey, ah, geh weg von mir, geh weg von mir. Ah, ah, ah. Hab ich berührt. Ja, hab schon gesehen, eine Materia. Barriere. Ich sollte echt mal auf einige Gegner ja ausschalten. Die sind... Seid ihr festere Dinger? Die sind wahrscheinlich alle Anspielungen an Gegnern aus dem Original. Ausfall eines Stromgenerators festgestellt. Das Tor ist derzeit verschlossen. Mein Gott. Lokalisieren Sie den defekten Generator und geben Sie die benötigte Menge Makroakzelerator in das Gerät. Hm. Ich will gerade mein Dings hier. Was muss ich auf was machen? Das Ding da, ich darf reinwerfen, in dem Ding. Da rein, in dem Ding. Hier rein.
Nee, ne? So. Aber sieht hier aus, als müsste ich hier was machen, ne? Muss ich das da oben reinwerfen in das Ding? Oder ist so rötlich da? Ist auch Gefühl, ich muss das da oben reinwerfen. Von dieser eine Stufe muss ich jetzt nicht unbedingt hoch sprengen, Kollege. Wart. So. Muss mir noch mal erklären, was man hier machen muss. Ausfall eines Stromgenerators festgestellt. Das Tor ist derzeit verschlossen. Lokalisieren Sie den defekten Generator und geben Sie die benötigte Menge Makroakzelerator in das Gerät. Ja, die Dinger, ne? Werft den Makroakzelerator auf die bewegende Transporteinheit. Die sich bewegende Transporteinheit. Soll ich denn das machen? Wenn die ja vorbeiläuft, ey. Ist ja voll schwierig, Mann. Na gut, dann warten wir mal. Hab ich getroffen? Ja, ne? Okay, vielleicht wäre doch nicht so schwer. Bitte die Akzeleratorzufuhr fortsetzen. Noch mehr? Boah. Ich finde, ich habe meinen Skill schon bewiesen. Ist er wahrscheinlich schneller oder so, ne? Pass auf. Boom. Rein. Die Makro-Konzentration hat den vorgeschriebenen Wert erreicht. Betrieb des Stromgenerators wiederhergestellt. Tor wird geöffnet. Jetzt habe ich extra ein weiteres Ding aufgehoben. So, hey, wie geht's, ne? Lass mich erstmal von meinem Mogi absteigen, bevor ich hier ich kämpfe. Das macht gar keinen Sinn, ne? Boing. Okay. So. Ja, mal weiter hoch. Hätte ich vielleicht eine Kiste mitnehmen sollen. So ein Makro-Akzelerator. Aris, kannst du mal heilen kurz? So, da haben wir wieder so ein Rictus. Ich glaube, ich mich noch erinnern, irgendwie so im Keller von der Shinrabilla. Da gab es irgendwie so einen kleinen Gang, wo du irgendwie noch rumlaufen könntest, und da waren Zufallskämpfe. Und da sind irgendwie Gegner aufgetaucht, die hast du nirgendwo anders gesehen in der Shinrabilla. Das ist irgendwie komisch immer, weil es so ein richtig kurzes Gebiet war. Da ist irgendwie voll seltene Gegner getroffen. Ja, ich werde gemeistert. Sehr gut. Jawohl, Sieg, Sieg. Okay, ich glaube, wir haben heute genug gemacht. Ne, das ist ja schon mal ein sehr gutes Zeichen. Ne? Da ist eine Bank und. Okay, Aris, was ist heute mit dir los? Klettert ja alles hoch, Mann. Was stimmt mit der Alten nicht? Gut, warte. Warte mal. Hier ist ja so ein Ding für Kisten. Ah.
wenn hier Kisten sind, dann gibt es bestimmt auch was zum Kisten mit diesen Kisten, ne? Stehen sogar Kisten. Ist ja nicht die Materie da? Ne, ich dachte, da wäre eine Materie. Boah. Da. Gott. Ich hab das Ding getroffen. Matzo. Stirb. Boah. So, noch was. Ich möchte ein paar nämlich hier gerne beenden. Oh, da kann man sogar hoch. Warum kann man hier hoch? Puh, ich dachte, das wäre so eine Kiste. So, ist ja noch die eine Kiste gewesen. Ich glaube ja, ne? Will nur noch mal sicherstellen. Na, oder gehen wir hier mal ein bisschen schnarchen und unsere AP und TP, ich meine TP und MP auffüllen. HP gibt es nicht mehr so oft in Spielen heutzutage aus irgendeinem Grund. So, Red 13. Kannst du, ups, nicht irgendwo hier? Ich wollte ja die ganzen Limit-Fähigkeiten lernen, die neuen, ne? Erdangriff. Boah. Vom Kampf führe ich da die Recherleiste auf. Brauche ich das wirklich? Verkürzt die Dauer von erlittenen Debuffs um 30%. Ich glaube, ich will lieber das holen, ne? Hab ich das aber alles erreichen? Der Turm des Geheul. Was soll ich das hier holen? Böschi mit Pinker zu kämpfen, geringfügig. Also was? Hol das. Ja, so viele Punkte, ey. 20, 60 Punkte brauche ich noch. 55 Punkte brauche ich noch. Meine Güte, kriege ich noch so viele Punkte? Oh ja, schon Level 7. Warum hat er denn schon Level 7? Kann er jetzt... Kann er jetzt schon Sachen hier? Neue? Ne, ich habe gerade aber gesehen bei Synthese. Gigaspray. Boah. 140. Dann haben wir einen Gigatrank. Kommt schon, war auch noch hochgelevelt heute. Ne. 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 Ja, schade. Dafür Offenbarung des Planeten und Sternsplitter. Ich glaube, den Sternsplitter haben wir noch nie gefunden, ne? Gut, aber dann war's das für diese Folge, ne? In der nächsten Folge geht es dann weiter. Außer hier gibt es noch irgendwie was zum Einkauf. Was hat er sich wieder hingesetzt? When you accidentally sat down. Da gibt es noch so eine Meme, die ich letztens gesehen habe. When you accidentally. Und dann wird halt irgendwie outcorrected in when you accidentally build a Jeep. Und dann sieht man einfach nur Anakin. Oh geil. Dann sieht man einfach nur Anakin, ja. Bevor, nachdem der ja Meister Window geholfen hat zu töten. What have I done? Dann sieht man einfach nur vor dem so einen gebauten Jeep. So, warte mal. 59, 28 ist das genau das. Oh, das ist genau das gleiche. Gut, nur stärker. Dann gehen wir dir auch noch irgendwie was. Und dann machen wir Feierabend für heute. Ne? Ich habe so Bock, dir irgendeine Zauber zu geben. Zauber, Zauber. Mehr Toxin. Sieht aus wie so ein richtiger Toxic-Typ, ne? Gut, aber jetzt diesmal wirklich. Beenden wir den Part. In der nächsten Folge geht es weiter mit der Erkundung in der Shinra-Villa oder in dem Shinra-Villa-Keller, nehme ich an. Und ja, dann sehen wir mal. Dann hoffe ich, dass wir in der nächsten Folge das finden, wo ich mich schon so sehr freue, ne? Ich bin noch nicht bereit dafür. Ihr auch nicht. Also ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.